Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich noch jünger war, hatte ich definitiv sehr viel Respekt. Man könnte auch sagen, ich habe ziemlich die Hosen voll gehabt, wenn es um Spinnen ging und vor allem, wenn es um so dicke, fette Hausspinnen ging, die auf einmal unerwarteterweise aufgetaucht sind. Also wenn man irgendwie unten in den Keller gegangen ist und auf einmal an der Wand so ein fettes Ding gesehen hat, dann war das schon in dem Moment etwas erschreckend. Also ich bin nicht weggerannt und habe mich versteckt davor oder so, aber in dem Moment habe ich mich auf jeden Fall erschrocken. Heute habe ich diese Angst interessanterweise nicht mehr. Und der Grund dafür ist eine große Reise nach Indonesien. Wir waren damals vor allem auf der Insel Lombok, einer Nachbarinsel von Bali. Und als wir damals in unsere Zimmer gegangen sind, habe ich so ein bisschen auch das Zimmer untersucht, weil ich schon gemerkt habe, ja, da gibt es auf jeden Fall andere Tiere als bei uns zu Hause. Und ja, als ich dann mir den Vorhang angeschaut habe in dem Zimmer, saß da wirklich eine handgroße Spinne, die wirklich im ersten Moment mich sehr erschrocken hat. Ja, also sowas dann, wenn man schläft, im eigenen Zimmer zu haben, ist nicht ideal. Also fühlt sich jedenfalls nicht ideal an. Ist wahrscheinlich bei weitem nicht so schlimm, wie man denkt, weil die greift einen natürlich nicht von alleine an. Und wenn, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, der Biss dieser Spinne, ich habe später recherchiert, es war eine Seidenspinne höchstwahrscheinlich, wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm gewesen. Jedenfalls haben wir natürlich dann diese Spinne rausgebracht. Aber im weiteren Verlauf der Reise ist man immer wieder auf solche doch relativ großen Spinnen gestoßen. Und das sind teilweise wirklich auch wunderschöne Tiere gewesen, denen ich trotzdem mit einem gehörigen Respekt begegnet bin. Das Spannende war jedoch, dass als ich dann wieder zurück in Deutschland war und mal wieder in den Keller gegangen bin und dann dort so eine dicke, fette, aber vergleichsweise komplett lächerlich kleine Hausspinne gesehen habe, dass ich tatsächlich in dem Moment lachen musste und gesagt habe, ey, was willst du denn? Du bist komplett lächerlich, du bist so klein und niedlich im Vergleich zu den dicken, fetten Spinnen in Indonesien. Und seitdem kann ich die deutschen Spinnen tatsächlich nicht mehr so richtig ernst nehmen. Und der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, dass bei dieser unfreiwilligen Selbsttherapie viele Mechanismen gewirkt haben, die auch bei einer sehr erfolgreichen Angsttherapie wirksam sind. So habe ich mich nämlich in Lombok ungewollt quasi der maximalen Angst ausgesetzt und mich wirklich großen Spinnen ausgesetzt, während ich in Deutschland ja immer nur so kleine Spinnen gehabt habe. Und man weiß aus der Therapie, dass wenn man maximale Angstkonfrontation herbeiführt, die Therapieeffekte am größten sein können. So konnte man zum Beispiel in einer Studie mit Menschen, die sehr große soziale Ängste hatten und auch große Redeängste hatten, zeigen, dass wenn sie einen Vortrag halten sollten, bei dem sie dann absichtlich so ein bisschen murmeln sollten, so unverständlich reden sollten, so ein bisschen nuscheln sollten oder auch stottern sollten, so ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Oder wenn man ihnen gesagt hat, ja, mach mal während dem Vortrag einfach mal, wie wenn du ein Blackout hättest, für 10 Sekunden Pause. Also, und wenn die Versuchspersonen das gemacht haben, dann haben sie gelernt, dass selbst unter diesen von ihnen am meisten gefürchteten Situationen im Grunde nichts Schlimmes passiert. Und in einer anderen Studie hat man zum Beispiel Versuchspersonen, die an Höhenangst litten und die man auf eine sehr hohe, luftige Parkhaustreppe geführt hat, um sie mit ihrer Angst zu konfrontieren. Denen hat man gesagt, damit die Angst noch größer wird, ja, lehn dich mal über das Geländer hier und halte dabei deine Arme auf den Rücken. Dann hat man gesagt, während du am Geländer stehst, schüttel mal deinen Kopf hin und her, damit dir ein bisschen schwindelig wird. Und natürlich hat es dann die Angst auch nochmal auf die Spitze getrieben. Und im weiteren Verlauf ist man noch fieser geworden, hat gesagt, jetzt renn mal auf das Geländer zu. Und später sollten sie auch rückwärts auf das Geländer zulaufen und mit geschlossenen Augen rückwärts auf das Geländer zulaufen. Natürlich wurden alle vom Therapeuten aufgefangen, also niemand ist da jetzt runtergefallen oder so. Aber sie haben erlebt, dass selbst wenn sie richtig krasse Stunts gemacht haben, die für sie völlig undenkbar gewesen sind vorher, dass selbst dann auch wiederum
sie die Situation aushalten konnten und im Grunde nichts passiert ist. Und mir ist jetzt auch noch eine weitere persönliche Geschichte eingefallen. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich zum ersten Mal auch Tennistraining gegeben habe von einer Gruppe von Kindern, dass ich da auch unglaublich aufgeregt war und ich habe keine Ahnung gehabt, wie die auf mich reagieren würden. Und ich hatte ja früher, habe ich auch schon erzählt, große soziale Ängste, auch Bewertungsängste. Und ich weiß, dass die ersten Male tatsächlich sehr stressig waren. Aber nachdem ich dann zum Beispiel auch mündliche Prüfungen an der Uni hatte und da wirklich viel anspruchsvollere Sachen erklären musste, als jetzt ein paar einfache Tennisübungen Kindern zu erklären, wo es dann auch später keine Note oder sowas gibt. Auch das wurde natürlich dann im Nachhinein immer leichter und leichter und wurde dann wirklich im Vergleich zur leichtesten Übung der Welt. Es kann also sehr sinnvoll sein, die maximale Angst auszuhalten, um quasi am Ende den maximalen Therapieeffekt zu erzielen. Und vielleicht habt ihr auch selber mal solche Situationen durchgemacht oder seid in solche Situationen reingeworfen worden. Ich meine, die Reise nach Lombok oder nach Indonesien damals war ja auch nicht geplant als Spinnentherapie, sondern man kommt dann in die Situation, wird dann mit den Stimuli konfrontiert, mit den Spinnen konfrontiert in dem Fall. Und das Schöne ist, dass man aber von solchen Situationen noch lange zehren kann. Insbesondere, auch dafür gibt es Studien, insbesondere wenn man sich kurz bevor man dann zum Beispiel wieder auf eine Spinne trifft oder eine andere angsteinflößende Situation trifft, wenn man sich kurz vorher nochmal dran erinnert, dass man solche Situationen schon mal erfolgreich bewältigt hat. Also da gibt es zum Beispiel eine schöne Studie von Miskowski, in der Versuchspersonen, die auch an Spinnenängsten litten und zuvor erfolgreich eine Spinnenexpositionstherapie durchgemacht hatten, wo sie sich also einer Spinne nähern sollten und das auch erfolgreich getan haben, dass die, wenn sie dann später wieder auf eine Spinne getroffen sind und sich vorher kurz erinnern sollten, dass sie das ja in der Vergangenheit schon mal erfolgreich bewältigt haben, dass die im Vergleich zu einer Kontrollgruppe dann auch dann in der neuen Situation deutlich weniger Angst hatten. Das heißt, so eine erfolgreiche Konfrontation ist natürlich auch immer eine sehr wertvolle Ressource. Und wenn ich zum Beispiel jetzt im Keller einer vermeintlich dicken Hausspinne begegne, dann erinnere ich mich immer an die dicken, fetten Spinnen von Lombok und denke mir, was willst du eigentlich? Im Grunde bist du so eine kleine, süße Zwergenspinne. Komm, ich nehme dich mit nach draußen, dann kannst du draußen ein bisschen spielen gehen. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon solche von Angst befreienden Situationen erlebt habt, die im Grunde alles zuvor Dagewesene relativieren, weil sie einfach das andere als harmlos dastehen lassen. Schaut natürlich auch gerne auf der Webseite vorbei oder schaut mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.